So. Ja, und ich feiere ja auch hier diesen neuen diese Wegpunktkarte, richtig. So, ich habe mir auch ein extra Fach ge geholt vor kurzem, dass ich quasi das ganze Zeug, was jetzt im LP anfällt, in eine extra Kiste stecken kann. Fix zum Händler gehen, den ganzen Ja, Dreck aber verkaufen. das letzte Mal, als ich unter der Erde war, ein paar interessante Sachen. Abgehört, ihr hättet am Tor geholfen. Ganz schön mutig. Reparieren? Oh, ich bin noch gar nicht irgendwie hier ausrüstungsmäßig kaputt. Danke für eure Hilfe. Aber könntet ihr vielleicht ein Wörtchen mit Lea sprechen? Sie will die Idee, ihren Onkel zu retten, einfach nicht aufgeben. Ist ja Ja auch gut. richtig. Mit etwas Hilfe könnte sie Kane tatsächlich noch retten. Akarat gewährt mir seine Gunst. Ich habe Schuhe bekommen. Plus 5 Bewegungsgeschwindigkeit. Geht klar. Nett. Ich kann jetzt 4 Sekunden lang Gegner blenden. Lea, lasst uns euren Onkel Ich suchen. kann so 2 Sekunden lang einfrieren. Das ist auch ziemlich. Oh ja. Und beim Dämonenjäger ist die erste Fähigkeit verlangsamen. So. Ich warte schon mal. Ach so, du bist schon da. Okay. Adria war meine Mutter. Doch ich weiß nicht viel über sie. Schön, gleich erstmal die Fähigkeiten austesten. Muss doch so. Oh, ich hasse das, wenn hier Leichen liegen, aber nichts rauskommt. So unnötig. Naja, passiert oft genug und dann sonst wäre es auch ein bisschen sehr übertrieben, weil sie es jetzt so umgestellt haben, dass wenn was rauskommt, dann auch zumindest ein bisschen Gold drin ist. Ja. Ja, wie davor 200 Gold aus einer Leiche und. Ja, bist du überhaupt eine OP oder so? ein magischer Dolch und der ist besser als meine Keule, die ich hab, na. Wie sieht denn das aus? Ein Kreuzritter mit einem Dolch. Ich fasse es nicht. Ich werde gehen. Bleibt hier und findet heraus, was ihr könnt. Vielen Dank. Angel ist letzte Nacht zu mir gekommen. Ich ahnte, was sich in seinem aufgewühlten Herzen verbarg. Ich tröstete ihn so gut ich konnte. Dennoch, wohin auch immer er aufgebrochen ist, die Hölle wird ihn verfolgen. Der Schatten droht, Tristram erneut einzuhüllen. Aber wie Aiden werde ich verschwunden sein, bevor es soweit ist. Alter, Schild ist scheiße, den ich gefunden habe. Aber das geilste Loot-System, das muss ich ja sagen, hat immer noch Titan Quest. Dass die Gegner auch die Waffen, die sie droppen lassen, selber benutzen. Ja, das ist einfach nur das geilste. Wobei es dann natürlich auch passieren kann, wenn man irgendwo lang rennt und dann einfach plötzlich einen Gegner einen fast one-hittet, einfach weil der einen legendären ihre Waffe dabei hat. Ja, das kann halt passieren, aber es ist halt realistischer, als wenn du ein Schaf angreifst und das erstmal Kopfschmuck fallen lässt oder so. Das wäre ja nur ein bisschen sehr absurd. By the way, hier hängen schön ein paar Leichen rum. So über den Abgrund. Hat man nicht alle Tage. Moment. Jo. Nutzen diese kurze Pause, um einen Schluck Energy zu trinken. Entschuldige. Kein Problem, kein Problem. Die Kathedrale von Ich habe das genutzt und habe einen Schluck getrunken. Muss man auch So, mal. genau so ist es. So, was haben wir hier? Einen Baumsturm.
Da war ein Baumstumpf. Ich komme mir so armselig vor mit einem Dolch als Kreuzritter. Was soll ich sagen? Ich renne mit dem Bogen rum. Als echt Magier. Jetzt? Ja. Oh mein Gott. Wir sind ja Superhelden. Ja, ich muss sagen, der Schildstoß, der ist ein bisschen buggy. Und wenn irgendwas im, nur ein kleines Pixel im Weg ist, schon ist ja, rennt er gar nicht erst los. So, mal die Schriftrolle nebenbei laufen lassen hier. Was haben wir jetzt bekommen? Schwungangriff. Testen. Niemand liebte seinen König mehr als ich. Selbst dann noch, als ich meine Klinge in sein verdorbenes Herz stieß. Ist auch eine meiner Lieblingsfähigkeiten beim Magier. Ich hasse die Viecher. Ich hab die schon bei Diablo 2 gehasst, diese scheiß Flatterviecher. Die waren wirklich schon immer so Hassgegner. Genauso wie die Insekten. Ich weiß nicht, hast du Diablo 2 mal gespielt, oder? Ich hab's angefangen, aber kam nie weiter als der zweite Akt, weil dann Rechner kaputt gegangen und danach keinen Bock mehr gehabt. Oh. Und ja. Aber zweiter Akt, da kennst du wenigstens noch die ganzen Insektenschwärme und das ganze Viehzeug. Sind so nervig gewesen. Ach, der zweite Akt, da hatte so viele nervige Gegner. Ist hier genauso. Ja, aber hier... Ich finde die ja nicht so nervig wie bei Diablo 2, muss ich ehrlich sagen. Kann nur sein, dass man das nur so vorkommt. Oh, da hat Gold fallen lassen. Leiche mit... Ja, wir klauen einfach mal einer Leiche zwei Heiltränke. Und das als Krieger Gottes. Lazarus, dessen bin ich mir sicher. Nur er fand beim König Gehör. Und belegte ihn so mit finsterer, bösartiger Magie. Er redete ihm ein, dass ein Angriff aus Westmark unmittelbar bevorstand. Aus Angst, ihn dem Erzbischof aufzubegehren, stimmten die nichtsnutzigen Berater widerstandslos zu und schickten uns in den Tod. Oh, ein Flegel gefunden. Jetzt geht's rund hier. Jawohl. Mit Heiligschaden, so wie sich das gehört. Sieht auch schon mal ein bisschen mehr nach Kreuzritter aus als ja. So ein kleiner Dolch. Und das Tolle, was ich gelesen habe, beim Kreuzritter ist es so, dass die Schilde Schaden dazu addieren. Irgendwie. Anstatt irgendwie bloß als Schild, sondern auch hier mit als Angriffswaffe. Ist ja beim Kreuzritter auch so. Ja, der greift mit allen an, was der gerade findet, so nach dem Motto. Money, überall Money. Könnten noch erkunden. Geht's zwar schon runter. Wollen wir schon runter gehen, nur runter oder gucken wir uns noch den Rest an? Ach, hier gibt's sowieso nichts Besonderes. Nö, interessanter wird es halt wirklich weiterkommen. Ja, der erste Akt ist noch so ein bisschen Kennenlernphase. Mhm. Elendes Gesindel! Zurück mit euch! Zurück! Hoffentlich stürzt es nicht ein! Tudum! Da habe ich einen Emil bekommen. Die Macht des gefallenen Sterns hat mich erweckt. Und schon bald werden alle leiden, so wie ich gelitten habe. Warum? Bringt mir seine Knochen. Ach ja, das Skelettkönig. Na dann ab rein in die Party hier. Einfach mal eine verwinken hier mit meinen Kolben. Das jammer doch nicht so rum, Junge.
Hast du das Gefühl, hast du erstmal eine Truhe aufgemacht, so viel wie da droppt. Warum habt ihr euer Leben für mich riskiert? Eure Nichte hat mich gebeten, euch zu suchen. Und ich habe eingewilligt. Oh, es ist wundervoll zu hören, dass Lea wohl auf ist. Ich hatte das Schlimmste befürchtet. Ich habe durch alte Karten, die ich einst fand, von diesem geheimen Durchgang erfahren. Die habe ich auch. Hast du auch? Ich habe nämlich neue gefunden. Hab mir gedacht, Ressourcenkostenreduktion, das ist doch ganz gut für einen Zauberer. Auf jeden Fall immer ganz nützlich, aber sollte nie der Punkt sein, weswegen man seine Ausrüstung aussucht. Das auf jeden Fall. Ich habe manchmal das Glück gehabt, dass ich hier noch eine Kiste rumstehen hatte. Nein. Das ist halt auch so eine Sache, die durch das, die random generierten Gebiete kommen. Ja. Manchmal hast du dort so eine richtig geile Kiste, manchmal eine. Und jetzt kommt ein Video. Nachdem ich den alten Gelehrten gerettet hatte, erfuhr ich von ihm, dass der sogenannte Skelettkönig zwischen mir und dem Stern steht. Doch nicht mehr lange. Hammer-Video. Ich hatte es ja auch schon mal, ich hatte ja damals, wo ich angefangen hatte mit meinem Barbar zu spielen, hatte ich ja versucht hier unbedingt, in der Oase gab es Regenbogenwasser, war das glaube ich. Habe ich versucht, das Regenbogenwasser für den Hirtenstab zu farmen. Nichts. Weißt du? Dann spiele ich mit meinem Dämonenjäger auf Normal und auf Schwer. Bums, ich krieg hier das hin und her geschmissen ohne Ende. Ich brauche auch noch das Regenbogenwasser und den Plan. Die habe ich beide nie bekommen. Bin da hätte ich so oft lang gerannt. Hätte ich sie überhalten. Hätte ich dir das Regenbogenwasser geben können. Nee, die sind ja accountgebunden, leider. Sind die accountgebunden? Ach scheiße. Haben wir ja nicht... tauschen. Naja, irgendwann kriege ich den schon. Ja, vielleicht haben wir sogar hier beim Spielen Glück. Mhm. Man weiß es nicht. So, Lea. Du lebst. Dank dir und deinem Freund hier. Es war meine Pflicht zu helfen. Nun würde ich gerne mehr über den gefallenen Stern erfahren. Die Prophezeiung der Endzeit deutet es mit Gewissheit als Zeichen, dass das Ende begonnen hat. Bitte, Onkel, keine deiner Geschichten mehr. Es zählt im Moment nur, dass du zurück bist. Keine Geschichten mehr, Onkel. So, ein dicker Schild bekommen. Na, finde ich doch geil. Sehe ich aus wie so ein Bollwerk. Ja, du solltest die Zeichen nicht so leicht abtun. Sprecht mit dem Schmied. Guck dir mein Bollwerk an. Ein ganz Mini-Schild. Sieht man kaum. Ja, das ist... Pappmaché ist das bestimmt. Kane sagte, ihr könntet mir dabei helfen, Leorix Krone zu finden. Nicht jetzt. Meine Frau, sie ist im Keller eingeschlossen. Wir haben wieder SM-Spiele im Keller gemacht. Mein Name ist bei du. Bitte? Kannst echt nicht ruhig stehen bleiben, wenn irgendwer spricht, oder? Kein Schein. Ich wollte bloß nicht. Edric, hilf mir! Zu früh. Also ich. Aber ist ja egal. Was haben wir hier Feines? Ein magischer Speer.
Ich stehe in eurer Schuld. Mein Name ist Hedrick Imon. Ihr schuldet mir nichts. Aber ich würde eure Hilfe auf meiner Suche nach Leorix Krone begrüßen. Da kann ich euch weiterhelfen. Sie wurde mit in das Grab seines Kanzlers gelegt. Meines Großvaters. Double Level Up. Geil. Und wenn ihr meinen Narren von einem Lehrling da draußen seht, dann sagt ihm, dass er zurück in die Stadt kommen soll. Oh, das muss ich mal austesten. Geprüft. Was ich noch sagen wollte, mein Name ist ja hier im Spiel von meinem Charakter, ist ja Sir Daniel. Ist eine Anlehnung an einen PlayStation 1 Klassiker. Ich weiß nicht, ob du oder die Zuschauer das kennen.